Hallo ihr Lieben und willkommen in meiner Dachkammer. Heute werden wir das ganze Saatgut, was übers Jahr so in den Beuteln und Netzen getrocknet ist, endlich mal verwalten, sortieren, eintüten, beschriften. Und das ist eine gute Gelegenheit, euch gleich nochmal zu zeigen, wie man auch ganz einfach selber solche Saatguttütchen basteln kann, um entweder die selbst gefangenen Samen fürs nächste Jahr für sich schön aufzuheben oder eben auch um vielleicht schon ein paar Geschenke vorzubereiten und zu basteln. Weil ich viele Saatgutpäckchen auch verschenken möchte, habe ich mir auch am Rechner einfach eine Vorlage erstellt, wo 4 von diesen kleinen hier in etwa eine Kantenlänge von 5 cm auch auf einen A4-Bogen passen, sodass man ja nicht ganz so viel mit der Hand gestalten muss. Wem das liegt, der kann da natürlich viel kreativer sein. Ich gebe euch hier heute ein Beispiel. Man kann die natürlich ganz nach Belieben anpassen und einfach die Kantenlänge so wählen, wie das für die eigenen aufgefangenen Samen oder auch die Mengen, die man da eintüten möchte, ja, gewollt ist. Zuerst kommt, wie so oft, die Theorie. Und ich weiß, der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie. Aber das Grundprinzip ist hier, dass wir erstmal überlegen, wie groß das Tütchen werden soll und dann das quasi verdoppeln, also nebeneinander zweimal diese Fläche. Und ich mache mir hier einmal die Anzeichnung so als runde Lasche an eine Seite. Das ist das, was bis zum Schluss offen bleibt, bis das Tütchen befüllt wird. Und auf die andere Seite kommen 2 Kanten, die dann nach innen eingeknickt werden, zum Zukleben, sodass wir dann an 3 Seiten auch das Tütchen verschlossen haben. Die Lasche, die bis zum Schluss offen bleibt, die wird auf der Rückseite dann auch ein Stück von der Fläche überdecken. Da macht es natürlich Sinn, da nicht gerade wichtige Infos mit hinzunotieren am Schluss. Die Vorderseite kann man komplett gestalten, wie man das mag. Für das feine Basilikum-Saatgut werde ich jetzt ein Tütchen basteln mit einer Breite von 5 cm und einer Länge von 7 cm. Jeweils die Kante, wenn wir uns das vorstellen, dass das schon zusammengeklappt wäre. Also legen wir los. Laut Adam Riese ist das also dann 10 cm breit, 7 cm hoch und zu bedenken ist natürlich, dass wir auch etwas Platz lassen auf dem Papier für die Kanten, die dann umgeklappt werden. Danach schnappen wir uns eine Schere und schneiden das Ganze schön aus. Gerade die Lasche, die am Ende umgeknickt wird, die ist mir jetzt hier zeichnerisch nicht so gut gelungen, aber die kann ich dann auch nach innen machen, die Lasche. Das heißt, ich werde das ein bisschen anders ausschneiden, als ich das jetzt hier freihand gezeichnet habe. Ja, einmal schön an den Kanten entlang und dann falten wir schon mal alle Kanten vor, die im Endeffekt ja auch eine Falz haben sollen. Dann fällt das am Ende leichter, das auch sauber zusammenzukleben. Ich nehme da jetzt einen Klebestift, den ich zur Hand habe, mache die 2 Kanten jetzt mit Leim voll. Und dann wird es auch schon mal zusammengeklappt und schön angedrückt. Da haben wir unser Tütchen. Der Geheimtipp ist natürlich, das erst zu beschriften und dann zu befüllen. Wenn man sich nicht sicher ist, welche Infos da wichtig drauf sind, einfach mal schauen, welche Infos man vielleicht auch zum jeweiligen Saatgut da noch im Netz finden kann, sodass man sich da nicht vertut. Und gerade zum Verschenken finde ich das hilfreich, da noch ein paar Tipps und die Anleitung zum Aussehen und zum Standort mitzugeben. Zu meinen Stärken zählt offensichtlich eher die digitale Gestaltung. Wer da kreativer ist als ich, kann da natürlich auch mit der Hand noch viel schönere Geschenktütchen gestalten. Ich greife aber auch bei den Mengen, die ich so vorhabe zu verschenken, jetzt auf meine Druckvorlage wieder zurück und werde erstmal das schöne Basilikum eintüten, dasselbe gebastelte, das ist mein eigener Vorrat und die anderen, die bekommen dann auch wieder das von der Druckvorlage. Natürlich kann man sich auch selber was gestalten, wo dann auch alle Infos schon fertig mit ausgedruckt sind oder man lässt das offen, zum Selbstbeschriften. Bei selbstgenommenem Saatgut ist natürlich zu beachten, dass es auch Pflanzen, Gattungen und Familien gibt, die sich verkreuzen können, wo vielleicht auch mal was dann bei rauskommt, das man so nicht geahnt hatte. Besonders wenn man versucht, Früchte aus dem Supermarkt weiter zu vermehren, wird man oftmals enttäuscht, weil das häufig F1-Hybride sind. Das heißt, die sind nur in der einen Generation tolle, prächtige Pflanzen und danach kommen wieder Mangelerscheinungen der Vorgängergeneration zum Vorschein. Es empfiehlt sich daher, auf samenfestes Saatgut zurückzugreifen. Das bedeutet, dass man es auch selber weitervermehren kann
und dabei ja dieselben Sachen wieder wachsen, die wir auch im Vorjahr eben benutzt haben, um das Saatgut zu gewinnen. Man sollte natürlich darauf achten, dass da jetzt nicht nur ein, zwei Pflänzchen immer wieder von Jahr zu Jahr weiter vermehrt werden, weil auch da ja so Inzuchteffekte auftreten können. Also lasst immer ein paar mehr Pflänzchen von einer Sorte, die ihr gerne vermehren wollt, blühen. Das ist schön für die Bienen. Und wenn das ausgeblüht ist und sich die Samen gebildet haben, dann können wir die entweder in so Netzen oder Tütchen auffangen oder uns einfach absammeln. Nach ein paar schönen trockenen Tagen empfiehlt sich das. Dann sollte man die Samen auf jeden Fall noch etwas trocknen lassen, nicht, dass das dann, auch wenn man das in größeren Mengen oder so im Schraubglas aufbewahrt, dann doch anfängt zu schimmeln. Auch die Papiertütchen kann es noch drin schimmeln, wenn das nicht ganz trocken ist, die Sachen, die man eintütet. Da also unbedingt darauf achten, dass das ordentlich getrocknet ist. Gerade beim Zuckermais ist es mir passiert, dass ein paar mehr Kolben ausgereift sind und dann automatisch zu Saatgut wurden. Und da habe ich jetzt jede Menge Saatgut. Das trocknet noch ein paar Tage hier nach. Und wer dann Interesse hat, kann gern mal auf meiner Kanalübersicht auf die Kanalinfo gucken und mir eine E-Mail schreiben, wenn ihr Interesse habt, euch für mein Newsletter, für mein Saatgut, das ich übrig habe, ja mit anzumelden. Da gibt es dann in etwa aller 4 bis 6 Wochen mal eine Info, wenn ich was übrig habe und bin bereit, das zu verschenken gegen einen kleinen Versandobolus. Ich wünsche euch erstmal eine schöne Woche. Viel Spaß beim Saatgutsammeln. Vielleicht entdeckt ihr ja auch noch was in eurem Garten oder im Balkonkasten, was ausgeblüht ist und wo ihr ordentlich Samen sammeln könnt. Tschüss und bis bald!